Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, einige haben es ja noch bis heute Abend durchgehalten. Wissenschaftlicher Fortschritt birgt Risiken. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Dennoch ist der Umgang damit sehr unterschiedlich. Den Umgang mit Neuerungen in den eigenen vier Wänden oder im Verkehrsbereich kann man durchaus als weitestgehend entspannt bezeichnen. Hier sind wir neugierig und vertrauen uns schon mal eher, aber immer zugleich auch zögerlich, neuen Flugzeugen oder rückwärts einparkenden Assistenzsystemen an. Ganz anders ist dies im Bereich der Gentechnologie oder eben der synthetischen Biologie. Diese macht Angst, oftmals aber unter Ausblendung der Fakten. Die verheerenden Zukunftsszenarien von Bioterrorismus, Designermenschen und den Menschen, die beim Gottspielen scheitern, sind Stoff für Kinofilme. Glücklicherweise stellte bereits Bischof Karl Lehmann 96 fest, dass Gentechnik halt eben kein Teufelswerk sein muss. Der vorliegende TAP-Bericht verschafft uns wichtige Klarheit darüber, was synthetische Biologie ist und was eben halt auch nicht. Die im Bericht enthaltenen Anwendungsfelder verdeutlichen, welche enormen Chancen für unser Land aus diesem rasant wachsenden Forschungsfeld entstehen können. So bietet sich vor allem in der Medizin bedeutendes Innovationspotenzial. Kurz- und langfristig kann die synthetische Biologie zu neuen Entwicklungen bei molekularbiologisch basierten Diagnose- und Therapieverfahren, der Impfstoffentwicklung sowie der Krebsbehandlung führen. Exakt also die Gesundheitsforschungsfelder, in denen unser Land heute und auch in Zukunft eine Führungsrolle einnimmt und einnehmen soll. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es aus politischer Sicht ist, diese Chancen zu fördern. Ganz im Sinne Weizsäckers Dreisatz: Die Technik von heute ist das Brot von morgen, die Wissenschaft von heute ist die Technik von morgen. Dabei stellen Experten immer wieder fest, dass die Finanzierung von Biotech-Startups und der Zugang zu Risikokapital bei uns durchaus ausbaufähig ist. Der Bericht stellt fest, dass das BMBF in den vergangenen 20 Jahren eine sehr aktive Rolle bei der Unterstützung von Unternehmensgründungen in der Biotechnologie gespielt hat. Und auch wir haben seitens der Unionsfraktion immer wieder für öffentliches und privates Risikokapital gekämpft, durchaus mit Erfolg. Dennoch fehlt es in der Branche an den nötigen Mitteln. Medizinische Forschung ist kostenintensiv, stark reguliert und langwierig. Kapitalgeber für Biotech-Gründungen brauchen einen langen Atem. Das kann sich auszahlen, wie zum Beispiel große Biotech-Unternehmen aus den USA belegen. So ist der 1987 begründete Biotech-Riese Gilead Sciences heute 80 Milliarden Euro wert. Der 5 Jahre später gegründete deutsche Branchenprimus Morphosys ist mit 1,6 Milliarden Euro lediglich 2% davon wert. Doch nicht nur Wirtschaft und Arbeitsmarkt, vielmehr die Menschen profitieren in diesem Bereich von der synthetischen Biologie. Es gibt bereits vielversprechende Ansätze in der Heilung schwerer Erbkrankheiten wie der Mukoviszidose oder im Bereich der personalisierten Krebsbehandlung. Auch die Möglichkeiten im Bereich der Wirkstoffforschung sind vor dem Hintergrund weltweit zunehmender Resistenzen von großer Bedeutung. Vieles davon sind zunächst kühne Visionen. Nur wenn wir uns als Gesellschaft dieser Chancen annehmen, können wir diese Realität werden lassen. Dafür braucht es jedoch gesellschaftliche Akzeptanz für diese Forschung. Einseitig gefärbte Darstellungen, Skandalisierung oder eine Art Postfaktendebatte, wie wir sie in diesem Hause vor kurzem auch schon einmal hatten, wären eher verheerend. Wir brauchen kulturelles Startkapital für diese Forschung und für die Diskussion in der Gesellschaft. Auch hier kann und muss die Politik eine wichtige Anschubsfinanzierung leisten. Wir brauchen eine gute sowie sachliche Informationsgrundlage. Der TAP-Bericht im Auftrage dieses Hauses ist hier ein erster Schritt in diese Richtung. Wichtig ist aber auch, dass wir die Menschen von Betroffenen zu Beteiligten und Wissenden machen. Den Dialog kann die Politik einleiten und moderieren. Und das bitte sachbezogen. Mir geht es nicht darum, die synthetische Biologie einseitig positiv darzustellen. Ich will aber dazu beitragen, dass das Gleichgewicht eben gerade zwischen Risiko- und Chancenbeurteilung wiederhergestellt wird. Zeigen wir den Menschen aber, dass die Forschung aus unserer Welt eine bessere und gesündere macht, sorgen wir für Akzeptanz. Denn auch Hoffnung steuert unser Verhalten.
So ergab eine Umfrage im vergangenen Jahr, dass die große Mehrheit ihre medizinischen Daten für neue personalisierte Therapieansätze zur Verfügung stellen würde. Datenschutz und Medizinforschung schließen sich aber nicht gegenseitig aus. Man kann beides in Einklang miteinander bringen, zum Wohl der Menschen. Das wird auch unsere Aufgabe bei der synthetischen Biologie sein. Mit Wissen, Ruhe und stets sachbezogen. Herzlichen Dank, denn wenn wir das nicht tun, gute Nacht. Vielen Dank. Als nächstes hat jetzt Ralf Lenkert für Die Linke das Wort.